Und weiter geht's mit Let's Play Age of Empires 3. Und wir machen mit der nächsten, wahrscheinlich jetzt letzten, also die Kampagne geht ziemlich lang, muss ich sagen. Heieiei. Ich glaube, wir haben jetzt locker schon so viele Missionen wie bei allen anderen Kampagnen auch. Ich denke immer, es wird bald zu Ende gehen, aber es geht immer noch weiter. Nach Ende des Krieges kehrte mein Vater heim. Er war niemals ein reicher Mann. Sein ansehnliches Erbe gab er für die Freiwilligenarmee und die Vorräte der Truppen bei Valley Forge aus. Er war ein Patriot. Ein guter Vater und einer der besten Männer, die meine Familie je hervorgebracht hat. Wenn Nathaniel einen Fehler hatte, dann den, dass sein Vermächtnis schwer zu erfüllen war. Insbesondere für seinen Enkel, mein einziges Kind, Chaiten Black. Ah, nee, nee, jetzt geht's doch mit dem nächsten Akt, weil... Gemein! Das heißt... Ja, okay, das war jetzt quasi Chaitens... Okay. Chaiten ist jetzt wiederum der Enkel von... Emilia. Also nochmal... Sogar eine Generation übersprungen quasi, also... Jetzt sogar... Dann sind wir eigentlich wirklich kurz vor 1900, ne? Obwohl, ja gut, Nathaniel ist jetzt irgendwie 18 noch irgendwas. Also es ging ja irgendwie irgendwas 1780, kurz nach 1780 war es hier mit Nathaniel, er ist irgendwie dann 18 gestorben. Mit Emilia war auch Anfang 1800 irgendwas wahrscheinlich, um den Dreh rum. Und jetzt ihr Enkel, das könnte wirklich kurz vor 19. Jahrhundert sein. Aber gut, starten wir mit Chaiten. Im 19. Jahrhundert verlangsamte sich die Expansion nach Westen angesichts des heftigen Widerstands der Indianer. Schatten. Bist du von der Falcon Company, Chaiten Black? Der bin ich. Willkommen in Fort Laramie. Ich bin Billy Holm, der Quartiermeister. Colonel Carrington hat mich gebeten, dich zum Bozeman Trail zu begleiten. Wie ich höre, will Falcon in diesem Gebiet einige neue Bahnhöfe errichten. Wenn es sich... Weißt du, das habe ich nicht erwartet. Bist du Indianer? Meine Urgroßmutter war Irokesin und mein Vater war ein Lakota Sioux. Mir ist völlig egal, was du bist, aber behalte es besser für dich. Die Sioux sind hier nicht sehr beliebt. Mein Vater starb, als ich noch ein Kind war. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Tut mir leid, mein Junge. Ich wollte nicht... In Ordnung. Brechen wir auf. Ich wollte schon gerade sagen, dafür, dass er eigentlich nur noch so ein Achtel-Indianer sein soll. Nicht sogar noch weniger, wenn er Enkel ist. Aber sein Vater war nochmal bei einer. Wir werden weiter oben am Weg einen Standort für euren Handelsposten finden. Okay, okay. Handelsposten, Standort. Okay. Chaiten Black. Und du bist Holm. Seid auf der Hut, das ist das Land der Sioux. What is your command? Also jetzt sind wir wirklich so im klassischen Wilden Westen angekommen. Und ja, das ist tatsächlich Mitte bis Ende 19. Jahrhundert so. Yeah, sure thing. So, wo ist so. Alright, okay. Sure thing. Alright, okay. You got it. I'm ready. Right. What you need? You got it. Yeah. Und der kann sogar Renegados ausbilden. Du kommst ganz nach deinem Uropa. Nathaniel müsste ja eigentlich sein Uropa sein, weil... ja, genau, weil ja, Nathaniel war ja der Vater von Emilia und Emilia ist die Oma von Chaiten. Heiliger Bimbam. Also, wie man hier durch die Generationen springt, das ist ja Wahnsinn. So, wir haben Nahrung. Flächensalve. Okay. Okay. Sure thing. Right. Bam, Junge. Okay. Yes, right. Mhm. Ach, Tatsache, der Turm hat geschossen. Ziemlich breit, der Turm. So, wir haben einen Speer. Sure thing. Hätten wir Gold, so ein paar Renegados zu holen, wäre schon ganz nice. Muss man ja schon sagen. Okay.
Tegis. Kratawa. Tegis. Fat Tegis. Which is okay. All right. Kaka. Kratawa. Tegis. Was ist hier eigentlich? Zwei verirrte Kälber. Das passt jetzt eigentlich wunderbar zum Wilden Westen, ne? Indianer aus dem Aua. Okay, holen wir uns mal die hier. Das ist ein Gewehr übrigens, das er hat. I'm ready. Sure thing. What is your right? Die können sich schon mal ein bisschen vollfuttern jetzt mit Gras, mit saftigen. Hier werde ich doch garantiert wieder eine Basis haben. Also mittlerweile haben wir doch ein durchgängiges Thema hier. Da ist dieser lustige Außenposten. Ich glaube, mit dem will ich mich noch nicht anlegen. Stand auf Handelsposten. Und zwei sollte ich besitzen. Okay, das heißt, ich soll einfach weiter den Weg lang gehen. Ich glaube, das ist das Sicherste. Gut, sicherste nicht unbedingt, aber es ist das Logischste. Da haben wir noch mehr Indianerspieler. Heiliger Bimbam. I'm ready. Dieser Standort ist perfekt. Aua. Mir Deckung, während ich einen Handelsposten errichten lasse. Ja. I'm going now. Yes. I'll do it. Attack. I'm ready. Right. Yeah. Okay. Heidelbeeren, ein Eimer Heidelbeeren. What you need? Sure thing. Ich habe aber eine Flasche Pommes bestellt. Virginische Eichel. Virgin-Eicheln. Virginische Eichen. Das ist okay, alles klar. Ihr seid mir aber welche. Wankia-Gewehrschützen. Alle Angaben ohne Gewehr. So, erstes Pöstchen. Hey, wenn wir bei dem Pöstchen Gold holen können, dann kann ich damit dann Renegados holen. Hi. Das ist also mit Verteidigen gemeint. Mit Verteidigen meint er tatsächlich, dass der verteidigt werden muss. Sag das doch gleich. Nachher erzählt ihr mir noch sowas von wegen, dass man Ställe nicht auf Wasser errichten kann. So. Ein Planwagen kommt den Weg von Fort Laramie hinauf. Wir müssen ihn vor den Stoßtrupp schützen. I'll do it. Okay. Sure thing. Okay. Eskortieren Sie den Plan, Walala. Musketiere. Ich werde angegriffen auf dem Weg. Das wird bestimmt super. Hi, genau das, was ich vermutet hatte. Bitte in Ruhe lassen, dankeschön. Warum habe ich jetzt eigentlich... Ich nerv das ein bisschen. Jetzt fehlen mir die erweiterten Befehle. What is your command? Vor la mine. Wir müssen das neue Dorfzentrum schützen, während wir entlang des Weges einen Standort für einen weiteren Handelsposten suchen. Um zum nächsten Zeitalter voranzuschreiten oder Soldaten auszubilden, müssen wir einen zweiten Handelsposten errichten. Los! Ja, gut. I'm ready. Sure thing. Am Ende. Achso! Ich wollte schon sagen, warum wird es jetzt ein Hauptziel, wenn es auch mein sekundäres Ziel ist? Aber ich soll es am Ende auch noch alle beiden besitzen und nicht nur aufgebaut haben. Ja gut, das sollte ja eigentlich machbar sein. Sagte er und versagte. I'm ready. Yes, I'll do it. Right. Yeah, okay.
Just do it. I'll get him. You got it. All right, I'll get him. Okay. I'm ready. Yeah. Right. I'll do it. Bären. Kälber kommen ja auch, aber da hinten waren richtig, richtig schön viele Bisons, aber das Problem ist, da ist ein Indianerposten im Weg. Den würde ich gerne erstmal ausschalten, dann kann ich mich um die Bisons kümmern. Oh, ich wollte schon gerade sagen, sag bloß, ich habe die Kälber verloren, ey. Das ist sehr viel Freinahrung, die hier rumläuft. Baka, ey. Ich frage mich, echt, wie sich Japaner fühlen, wenn die das Game spielen. Die fühlen sich doch die ganze Zeit nur angemault von den Speeren. Baka. Ja, sagt er mal, ich bin blöd. Indianer, 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 Indianer. Aha, ich kann immer noch Indianer-Sachen bauen. Alles gut. Knarz. Yes, I'm going now. Blö. Kaka, Tegi, Kratawa. Ist hier nicht mehr als eine einzige Kaserne? Oh ne, hier ist eine ganze Base. Uncool. Wow. Das gefällt mir nicht ganz so sehr, muss ich sagen. Gott, was dauert das so lange? I'm ready. What you need? All right. Sure thing. Okay. Sumpf, Füß, was auch immer. Gucken, vielleicht können wir euch ein bisschen auf den Sack gehen. Handelsposten errichten ist doch was für Anfänger. Ich hau da jetzt rein. Aber bevor ich irgendwo reinhau. Oh Gott, nächste Zeit, Alter, darf ich gar nicht. Och du liebe Zeit, das ist nicht gut. Guck, guck. Bam, Junge. Na, was willst du machen? Was willst du tun? Was? Aua. Ich gebe ihn ein bisschen hoch. Ha? Ha? Was zur Hölle hat das für eine Reichweite? Das hat wehgetan. So. In der Richtung ist eine gegnerische Base, von daher machen wir mal damit die Kaserne hin. In diese Richtung passen wir eh ein bisschen auf. Die Wiesen da unten kriegt man nicht so richtig gescheit. Die hier könnten wir uns vielleicht snacken. What you need? Okay. Sure thing. All right. What can I do? Right. I'm ready. I'll do it. Gut, ich kann die Bisons ja schon mal ein bisschen in meine Richtung locken. I'm going now. Ich meine, die haben eine Menge Fleisch dran. Ja, hol ich mir noch mal Gold und Nahrung, würde ich sagen. Okay, diesmal sind es Musketiere und Plänkler. Keine Kolonialmilizionäre. Ich mach die Kolonialmilizionäre. Die waren irgendwie so eiligende Wollmilchsäue. Reichweite von Plänklern, aber mit extra Schaden gegen Kavallerie, was die Plänkler gut ein bisschen hatten, aber nicht ganz so gut. Markus, Platzus, por favor. I'm going now. I'm ready. Right.
Ein Serialienbogenschütze war da. Mr. Bison. Und darf ich nicht ins nächste Zeitalter? Das ist doch auch doof. Aber gut, vielleicht schaltet sich was frei, wenn ich noch ein zweites Handelspüstchen baue. Ich sollte nicht gleich auf Konfrontationskurs mit der Base gehen, sondern könnte zumindest mal das tun. Könnte eine gute Idee sein. Aber bis jetzt haben die Indianer eigentlich keine großartigen Ja, eigentlich, ich brauche echt nicht der Zeitalter. Ich kann nicht... Ja, aber ich kann echt nichts machen. Einen mächtigen Hafen hier aufbauen, das ist super. Hi. Mach die Kuh. I'm ready. What is your command? I'll do it. Hi. Ich bin mal eben drin. Ja, okay. I'm ready. Sure thing. What is your... I'm going now. Ich meine, ich kann mir Renegados holen, ja. Das funktioniert, indem ich hier schön Gold hole. I'm ready. I'm going now. What you need? Sure thing. Und ein paar Bären. Bogenreiter, Axtreiter. Hoppereiter. Yes. I'll do it. Uncool. I'm going now. What you need? All right. Okay. What is your... I'm going now. Yes. Yeah. All right. Okay. Das gefällt mir nicht wirklich. What you need? Sure thing. Okay. Sure thing. Okay. Sure thing. Warum? Sure thing. I'm right. Ein weiterer Planwagen ist unterwegs. Ah, die Bären sind da. Nice. I'm right. Okay. Alright. Yeah. Okay. Alright. Sure. Okay. Ach so, der kann sich wahrscheinlich nicht bewegen, während ich ausbilde. Ah, ich hatte schon echt Angst. Braves Bärli bist du. I'll do it. I'm right. Oh, immer ums Eck. Ja, jetzt noch hoffen, dass der Planwagen es unversehrt schafft. Wenn nicht, dann schafft das nicht unversehrt. Und das wäre genau das Gegenteil von versehrt schaffen. Und damit habe ich ein Problem. Oh Gott, nochmal. Das ist noch ein leckerer Schatz, den möchte ich noch mitnehmen. Nichts da, die Bären sind mein. Achtzehn Reichweite ist gar nicht mal so schlecht und dafür, dass die 40 angeschaden. Okay. 300 Münzen, heiliger. Gut, dass ich die Bären doch drin gelassen habe. Jetzt kann ich sie nämlich gerade wirklich gebrauchen, weil ich nichts anderes zu verteidigen habe. Das ist leicht gemein. Hm, könnte knapp werden. Gute Arbeit, mein Junge. Verdammt nochmal. Es kommen immer mehr Sioux. Wir müssen sie auf ihrem eigenen Boden angreifen, um den Weg zu sichern. Ja. Nur Dorfzentrum zerstören ist gerade so ein leichtes Problem. Mit Unterstützung aus Fort Laramie schützen wir die zwei Handelsposten. Wir können jetzt zum nächsten Zeitalter weiter und Soldaten ausbilden. Dankeschön, genau darauf habe ich gewartet die ganze Zeit. Ja, okay. Sure thing.
Ach nö. I'm ready. What is your command? I'm going now. What you need? You got it. Hi. Right, I'll do it. Cool, das war nicht mein Plan. Ja, super. Na, da habe ich echt zu lange gewartet, weil ich noch alles abscouten wollte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nicht... Hä? Geht doch. Ja, da verliere ich wohl meine Einheiten, oder? Holmer ist down. Hier kommen immer mehr Gegner. Unschön. Und hier werden wir zerlegt. Ich glaube, das müssen wir neu starten. Aber erstmal gucken, ob ich jetzt doch nochmal ins nächste Zeit. Ich hatte jetzt zwei Dinge. Hätte ich gewusst, dass es so drängt. Ja. Jetzt weiß ich Bescheid. Gut. Auf Wiedersehen, Handelsposten. Hab ich jetzt mein Bonusziel versemmelt? Ach so, heilige Zeit. Dankeschön. So blöd es sein mag, sowas zu bauen. Aber ich brauch's jetzt. Also bei der Menge an Kavallerie, die hier kommt. Ich brauche Musketiere. Viele Musketiere. Dann habe ich vielleicht noch eine Chance. Ach du Lieben. Habe ich irgendwas gesagt? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe nichts gesagt. Ich würde gerne Gegner reparieren, aber wird schwierig. Ich meine, ich kann das Softzentrum neu errichten, so ist es nicht, aber es tut trotzdem weh. What is your command? Yes, I'll do it. What is your command? Holen wir uns mal die Kühe. What can I write? I'm going now. Right. Yeah, I'm going now. What is right? I'll do it. I'm going now. Right. What can I do? What can I do? I'll do it. Jetzt will ich einen Hafen bauen statt Handelsposten. Ich könnte mir immer noch Kolonialmilitionäre holen. Die hole ich mir mal. Die könnte ich jetzt gerade wirklich gebrauchen. Vielleicht besteht ja doch noch eine Chance. Right.
Entschuldigung, dass ich irgendwas gesagt habe. Yes. Yeah, I'm going right. I'll do it. Attack. I'm going now. Right. To battle. Weg. Ihr bleibt doch mal hier und helft. Ich habe jetzt ein bisschen Spaß vor mir, um das alles zu schaffen. Ihr müsst mal schnell dort runter und die wiederbeleben, weil ich brauche die auf jeden Fall. What is your command? I'm ready to battle. Sehr gut. Yeah, all right. I'm ready. Sure thing. Zurück, 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 zurück. Ja, genau, weil da kommen jetzt schon wieder die Nächsten. Ich bin jetzt in der Abwärtsspirale gefangen. Das ist das, was mich ein bisschen nervt. Ich kann nicht gerade sehr viel tun. Jetzt nehmen die mir sogar noch die letzten Bären weg. Vielleicht der jetzt, wo alles wieder versammelt ist. Okay. Zurück hier hin. Handelsposten neu aufbauen. Der Pfosten braucht einen Handelsposten. Und ich kenne sogar ins Festungszeitalter. Ich gebe mich erstmal mit dem zufrieden, was ich habe. What you need? What is your command? I'm ready. Yes, I'm ready. Meine Garde sind gar nicht mal so schlecht. Komm, mach mal 5. Und nochmal 5 dann. Nach hätte ich die Häuser. I'm ready. Ja, aber meine Güte, ich komme echt nicht dazu, auch noch ein bisschen Ressourcen abzubauen. Yeah, I'm going that right. To battle. What you need? Sure thing. What is your goal? Do it. Right. What can I do? I'm going right. I'll do it. I'm going now. I'll attack. I'm right. I'll do it. Yes. Yeah. Wenigstens fährt er sich, wenn er die Renegados ausbildet. I'm going now. I'll do it. Dorfbewohner. All right. I'm going, I'll do it. Yeah? And I'm right. I'll do it. What you need? What can I do? I'm going now. What? I'll do it. What you need? Now. I'm ready. Do you need a watch? What you need? Yes. Yeah? So, beide Dorfzentren zerstören, ne? Okay. Okay, wie er schon gesagt hat. All right. Sure thing. Mal gucken, ob wir das doch noch drehen. Dafür sollte ich aber sorgen, dass ich zumindest von dieser Richtung jetzt mal endlich meine Ruhe habe. Genau von dieser. Genau von dieser. Ich meine, hier sorge ich gerade dafür, dass Ruhe ist. Auf meine Art und Weise. Okay. All right, you got it. Yeah, all right, I'm ready. Yeah, what you need? I'm ready. Sure thing. All right. Okay. Sure. Okay. Sure thing. All right. Okay. All right. You got it. I'll go. Okay. Sure thing. All right. Right. I'm ready. To battle. What is your command? I'm going now. I'll do it. I'm going now. Nahrung braucht man. Gold braucht man. Alles braucht man. Yeah. What is your command? I'm ready. I'm going right.
Ja, natürlich schießt das Dorfzentrum. Aber ich habe sehr stark geschwächt. Aber ich glaube, ich komme nicht sehr weit ohne irgendwelche Belagerungseinheiten. Lebenspunkte klingt gut. So, weitere Dorfbewohner bitte. What is your command? Right. Fette Goldkiste. Klingt gut. Reparieren klingt gut. What can I do? Right, I'll do it. Ich brauche viel mehr für Felder. Der Grund darum auch daran, dass ich aktuell wirklich nichts mehr groß habe. Okay. Interessant, dass die Posten sich übrigens noch halten. I'm ready. I'll do it. Yeah, right. I'm ready. I'm going now. What can I do? Yes, right. Komm, alle mal zum Holz. Ich möchte mich mal ein bisschen autark machen und aufhören, Bisons zu jagen, weil bei so vielen Gegnern, die mich hier jagen, möchte ich jetzt wirklich... Was ist denn hier los? Ich meine, Neustadt wäre das cleverste einfach nur. Aktuell quäle ich mich ja einfach nur durch und ich komme zu nichts. Also immer, wenn ich mich ein bisschen aufbaue, wird das gleich wieder zerstört. What is your command? Right. Attack. Yes. What is? I'll do it. Ich komme auf keinen... Nee, kommt. Das starten wir neu. Aber gut, wir sind schon weit genug in der Mission drin, dass ich sage, das machen wir einfach auf einen weiteren Part. Dann haben wir wieder zwei Parts. Wunderbar. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder.